Unsere Namen sind Moritz und Paul. Wir sind beide 13 Jahre alt und zum ersten Mal bei JugendHackt. Wir hatten beide wir konnten vor diesem Event sehr wenig programmieren. Ja, und deshalb sind wir auf einige Probleme am Anfang gestoßen. Es war ein bisschen schwierig. Wir mussten uns beide mit Dingen auseinandersetzen, mit denen wir uns eben vorher noch nicht auseinandergesetzt hatten. Ich musste ein wenig mit viel Hilfe von unserem Mentor mit HTML und JavaScript arbeiten. Und Moritz musste mit Tiled, einem Pixel-Programm, mit dem auch die Alpaca-World gemacht wurde. Wir nutzen, also er hat dabei das Set aus Bauteilen genutzt, das Hanno, erstellt hat und gebaut hat. Und ja, das wird er euch jetzt vorführen, was er gebaut hat. Also das Problem, das wir mit unserem Projekt lösen wollten, war zum einen, dass es keine wirklich sehr kreative Lösung für das Homeschooling gibt. Und da haben wir uns überlegt, dass man ja einfach eine digitale Schule entwickeln kann. Und zum anderen, dass manche sehr recht wichtigen Aufgaben im normalen Unterricht einfach nicht rankommen. Ja. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass man ja in diese Idee der Alpaca World, dass man diese weiterführen könnte. Und zu diesem Zweck haben wir das eben nachgebaut. Also ein Schulgelände nachgebaut, kein bestimmtes. Und dort hat man die Möglichkeit, sich auf bestimmte Stühle zu setzen und dann wird man zu Übungsaufgaben gebracht, weitergeleitet. Das zeigt Moritz jetzt gleich, er erklärt gleich die Bilder. Also da sieht man jetzt diesen Übungsraum, den Paul gerade erwähnt hat. Und hier ist der Schulhof, den wir entwickelt haben. Die Turnhalle. Ein Computerraum. Und ein Bad. Zudem gibt es noch weitere Klassenräume, die wir jetzt nicht unbedingt zeigen müssen. In dem Programm hat man verschiedene kleinere Kästchen, die man halt einfach auf ein Raster legen muss. Und so entsteht dieses Bild. Ja, und dann zeigen wir, dass das nicht einfach nur Bilder sind, sondern man kann sich darin tatsächlich bewegen. Das ist jetzt Moritz, er läuft durch das Schulgelände und wenn er sich auf die Stühle setzt, die wir eben beschrieben haben, dann wird Folgendes passieren. Dann wird man weitergeleitet zu einer Website, wo man dann bestimmte Multiplikationsaufgaben lösen muss. Das ist, das haben wir uns so, das soll noch, wird noch erweitert. Und wenn man das richtige Ergebnis eingibt, dann wird man weitergeleitet zu einer weiteren Aufgabe. Da ist ein Counter eingebaut, der dann die Aufgabe zu zweistelligen Faktoren erweitert. Wenn man das falsche Ergebnis eingibt, dann kriegt man Schelte oder einem wird einfach nur mitgeteilt, dass es die falsche Antwort ist. Da gibt es einige Varianten von Sprüchen. Ja, das war's im Wesentlichen.